Ja, kannst du knicken, Homie. Ich bin gerade mitten in der Aufnahme. Wuhu! Da hat gerade jemand versucht, mich zu erreichen, telefonisch, und ich bin nicht dran gegangen. Nee, also Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps und meiner Frau da hängt die Straps. Ich will jetzt hier erstmal zu Ende machen, will euch ein bisschen unterhalten. Hallo und willkommen zurück erstmal. Wir haben uns ganz viele Ziegel geknießknädelt und die wollen wir jetzt irgendwie praktisch, faktisch mal verheizen. Mal was Schönes mit bauen. Neben diesen ganzen kleinen Häuschen hier könnte man ja zum Beispiel... Also, denkbar wäre auch eine Yellow Brick Road, aber es gibt leider keine Yellow Bricks. Naja. Gut. Machen wir da mal ein bisschen weiter. Aber hier, genau, da waren auch noch welche drin. Und ich habe sogar noch ein bisschen Holzkohle über. Und legen erstmal ein bisschen Quatsch weg. Dieses Lied. Was Interessanteres. Genau. Warum habe ich eigentlich so viele Gesteine? Wann habe ich das denn gekriegt? Das Ekelzeug. Weiß ich ja wieder nicht, was los ist. Wie lange halten meine Klamöten noch? Ja, wenn ich hier draußen bin, wahrscheinlich noch ein paar Minuten. Die gehen wahrscheinlich draußen nur kaputt, wenn man... Entweder sehr, sehr viel weniger kaputt oder wenn man angegriffen wird. Und im Wasser scheinbar permanent. Das muss man mir doch sagen. Ich bin doch auch nicht allwissend. Beziehungsweise ich neige doch viel zu sehr dazu, Dinge zu übersehen. So, schöner Ziegelvorrat, den ich hier habe. Geil. Fein. Schön. Ich möchte einen kleinen Vergleich anstellen, einen kleinen philosophischen. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das philosophisch ist, weil ich mich mit Philosophie nicht verstehe. Ich rede über so viele Sachen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Ja, aber wenigstens gebe ich es zu, nicht über irgendwelche Leute im Bundestag. ich möchte einen kleinen Vergleich machen, aber dazu brauche ich eine schönere Musik. Welcome to the Horrorland? Nee. Was ist das denn? Was macht denn gerade Zufall schon wieder? Fretless ist schön. So, stellt euch einen Voxlands-Server vor, einen Voxlands-Multiplayer-Server, den ihr aufmacht. Ihr macht einen Voxlands-Multiplayer-Server auf. Ihr geht online und alles, was ihr seht, ist das hier. Das. Dieses hier. Eine Landschaft. Ich drück mal O. So, da ist nichts, ne? Alles unerschlossen. Das seht ihr, wenn ihr online kommt. Und ihr denkt euch so, ich habe einen Multiplayer-Server gemacht. Jetzt können die Leute kommen und können hier mitbauen. Und ihr macht den Server öffentlich. Und alle kommen und joinen und spielen mit. Und wenn jemand mal hierher kommt so und joint hier und hat irgendwie das Anfangsinventar und macht dann hier sowas, so total bescheuert, dann seht ihr das und denkt, naja, Wumpe. Ne? Das Server ist ja eh nur hier das, so, der Kartengenerator. Ist ja kein Problem. Ne? Also soweit alles gut. Der geht dann wieder offline, kommt nie wieder. Und danach kommt jemand, der sagt, ey, das ist ein cooler Server. Was ist das denn hier? Naja, egal. Ich gehe mal hier hin und leg mal 5 Felder an. So, dann hat der Erste das hier gebaut und meinetwegen da sein Häuschen oder so. Dann kommt der nächste Mitspieler, der sich hier ein Dorf baut. Das da. Das da. Das ist von jemandem anderen gebaut worden. Nehmen wir es einfach mal an. So, dann kommt der nächste Mitspieler, der macht wieder lalalalalala, ich bin so doof. Ich bin auf dem Server. Und ist wieder offline. Und das, die anderen, die sehen wieder alle so, der sieht das und der sieht das und auch der Serveradmin sieht das und denkt so, was hat der denn geraucht? Naja, egal, der kommt wahrscheinlich eh nie wieder. Ist ja völlig Wumpe. Also geht man wieder weg. Und dann kommen nochmal zwei andere Spieler. Der erste macht hier den Weinberg und der andere, der macht sich da oben eine schöne Höhle. Und so langsam aber sicher nimmt das alles hier Gestalt an und wird alles immer, immer schöner. Das, was man hier so sieht. Und je schöner das wird... So, der Server, je mehr Feinheiten da sind, je mehr Arbeit drin steckt und desto schöner es wird, desto mehr abseits des Kartengenerators es ist, desto mehr kommt langsam aber sicher die Befürchtung auf, dass Leute, die lalala auf dem Server kommen, da was kaputt machen können. Also nicht die, auf keinen Fall eine unbegründete Befürchtung, es ist ja schon passiert, es kamen ja schon Leute, die lalala da irgendwie willenlos irgendwelche Erde platziert haben oder so. Oder meinetwegen war zwischendurch auch mal einer da und hat, weiß ich, keine Ahnung, einen Lava-Eimer übers Beet ausgekippt. So, als ganz plumpes Beispiel. Und das ist natürlich doof, das will man nicht. Also das will weder der Server-Admin, das wollen auch nicht die Spieler, die ordentlich spielen. Das ist erstmal dumm. Aber es lässt sich ja nicht vermeiden, sollte man meinen. Soweit die Theorie. Jetzt kann man natürlich als Server-Admin sagen, ey, wisst ihr was, kommt Leute, die jetzt hier sind, ich gebe euch ein Passwort, wir machen ein Passwort-Server geschützt. Und, Server geschützt? Was rede ich denn? Passwort geschützt.
Und alle Spieler so, ja, ja, ist gut. Und immer wenn sie sich einloggen wollen, brauchen sie zukünftig ein Passwort. Na, das ist jetzt nicht so der große Widerstand, ne? Passt schon. Und dann kommt irgendjemand, merkt so, kriegt den Server mit und sagt so, hey, ich würde gerne bei euch mitspielen. Und dann denkt man sich so, ja, okay, da ist jetzt einer, der fragt, ob er mitspielen kann. Was machen wir da jetzt? Und dann sagt man, hin und her sagt man, ah ja, dann gibt dem Typ halt das Serverpasswort. Passt schon. Und dann gibt man dem das Serverpasswort und das ist auch ein netter Kerl. Das hat sich also bewahrheitet. Dem hätte man das, der hat das Serverpasswort verdient quasi. Der hat es nicht zu Unrecht. Und dem gegenüber, das läuft dann eine Woche oder zwei so weiter. Man baut immer mehr, es wird immer schöner. Der Server ist richtig ausgefallen. Da sind schon diverse Arbeitsstunden ins Land gegangen. Sagen wir mal, nehmen wir jetzt einfach mal an 1000 Stück oder so. Insgesamt gezählt, nicht von Einzelpersonen. Und dann kommt wieder einer, der gesehen hat, ey, ich habe gesehen, ihr habt da einen Server laufen, der ist bei mir um die Ecke, da habe ich bessere Ping-Zeiten als mit dem Server in Australien. Kann ich bei euch auch mitspielen? Und man sieht die Anfrage so und denkt, was ist das denn? Und denkt so, pff, ja, ja, warum nicht? Klar, benimmst dich halt, ne? Ja, ja, ich benehme mich. Und derjenige kommt dann auch online, der da gefragt hat und baut ein Häuschen und alles gut und so und, aber irgendwann wird ihm das alles zu langweilig und dann macht er und macht irgendwas alles kaputt. Und hier hackt hier, kommt hier vorbei und sagt, ach ja, das Dach ist hässlich, lalala. Und geht wieder offline und lässt sich nie wieder blicken, beziehungsweise wird gebannt oder sowas, keine Ahnung. Und ja, und dann sind die Spieler, die gerne spielen, die sind dann noch angepisster. Und die stresst es halt total und überhaupt. Und denken sich, ja gut, dann machen wir nicht nur eine Passwortkontrolle. Ja, die bringt's ja scheinbar nicht. Wir machen noch eine Fingerabdruckskontrolle. Oder nee, wir erfassen die IP-Adressen von den Clients, die connecten. Und schreiben in unser Impressum, wer bei uns grieft, der wird angezeigt. Wegen Verletzung von digitalem Eigentum. Pff, keine Ahnung. Ja, und dann kommen wieder zwei, drei Leute dazu. Und die sind auch cool und helfen mit. Und das sind richtig nette Leute, mit denen man sich auch irgendwann gut versteht. Mit denen man mittlerweile skypt oder Team... Wie heißt der Teamwork? Ne, wie heißt das komische andere Teambild? Dieser Sprachclient für Windows. Ihr wisst, was ich meine. Team Connect? Ist ja auch Wumpe. Auf jeden Fall spricht man miteinander über Headset und freut sich, dass man hier Projekte hochzieht. Und überhaupt und sowieso. Und all so weiter. Und ja, und dann kommt wieder einer, der das sich durchgelesen hat. Ihre IP-Adresse wird gespeichert. Das kann zur Anzeige kommen, falls sie da irgendwas kaputt machen. Und er denkt sich, oh, der loggt sich halt über Tor ein und kommt trotzdem auf den Server und macht auch wieder ein bisschen, sammelt so ein paar Sachen irgendwo und wartet, bis kein anderer mehr online ist. Und dann nachts um 3:30 fängt er auf einmal an und macht la 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 und läuft komplett amok und zerstört alles. Und das ist der Moment, das ist der kritische Moment, wo am nächsten Tag die Spieler online gehen und sagen, okay, was machen wir jetzt? Und jetzt reden sie nicht mehr von IP-Sperren, jetzt reden sie nicht mehr von Passwörtern, die vorgeknallt werden, sondern jetzt kommt das erste Mal der Vorschlag, wisst ihr was, wir lassen einfach niemanden mehr drauf. Wir sind jetzt, weiß ich nicht, 16 Leute, die regelmäßig spielen. Wir lassen jetzt niemanden mehr drauf. Die neuen Leute sollen sich einen anderen Server suchen. Scheiß doch auf die, wir brauchen die nicht. Und so kommt es, dass man als Server-Admin bei jeder Anfrage, die kommt zum Server, sagt, nö, du, kannst knicken. Und einer der, dann kommt noch der Extremfall dazu, dass einer der Bekannten, die auf dem Server sind, sagt, kannst du meinen Cousin mal freischalten? Hä, wo kriegt mir jetzt Terrakotta her? Kannst du meinen Cousin vielleicht mal freischalten? Und, ja, man sagt dann so, ja, kann ich machen. Und ausgerechnet dieser Cousin ist auch so ein Arschloch und macht auch wieder irgendwas kaputt. So, ist die Stimmung auf dem Server natürlich auf dem Boden, also schließt man sich komplett ein. Achso, die sind ja schon gebrannt. Wie geht denn das jetzt? So? Bin ein bisschen verwirrt. Habe ich wieder irgendwas falsch gemacht? Ich weiß nicht, wie man Terrakotta kriegt. Wir gehen mal zum Buch. Versuchen das mal zu finden. So, und dann lässt man keine Spieler mehr drauf. Und die 16 Spieler sind glücklich. Die sitzen da und ja, spielen und spielen und spielen und spielen. Ein Tag, zwei Tage, 15 Tage. Und dann kommt der erste nicht mehr. Und dann kommt der zweite nicht mehr. Ne? Und dann irgendwann sind es nur noch 4 aktive Spieler. Und ja, als so weiter. Bis irgendwann gar keiner mehr auftaucht. Oder, und der Admin sitzt da und denkt sich, oder sagen wir mal noch einer, kommt einmal die Woche. Und der Admin sitzt da und denkt sich, das ist doch scheiße. Das ist doch dumm.
Jetzt sind hier überhaupt keine Spieler mehr. Ich habe hier eine tolle Spielwelt, die ist cool aufgebaut. Die Leute könnten gucken, wie schön es hier ist, könnten sich davon inspirieren lassen, sich bereichern lassen und könnten das genießen, so ein bisschen hier rumzulaufen und sich ihr eigenen Kram beizusteuern und so. Aber es kommt keiner mehr. A, sind alle vergrault, weil ich niemanden mehr dabei gelassen habe. Und B, B halt. A, siehe B. Ist ja immer noch die Sperre aktiv. Und die ersten fragen sich schon, worauf will der Mann eigentlich hinaus? Ich weiß es selber nicht so genau, weil ich zwischendurch den Farben verloren habe. Natürlich weiß ich es noch genau. Der Vergleich, auf den ich hinaus will, stellt euch einfach vor, dieser Volksland-Server wäre irgendein Erste-Welt-Land, also eine Industrienation. Und die neuen Spieler, die dazukommen, wären Flüchtlinge. Denn ich glaube, was viele beängstigt und berührt, das ist in etwa genau das. Die Neuen, die kommen... Mein Spiel ist abgestürzt. Die Neuen, die kommen, könnten das, was wir haben, was wir erschaffen haben, kaputt machen. Wir erinnern uns, am Anfang stand der Server-Admin auf der Karte und guckte ins Nichts, weil noch nichts gebaut war. Und es hat ihn nicht gestört, dass jemand kam, der grieft. Aber mit jedem Fortschritt, den er gemacht hat, war die Sorge größer, dass der Nächste, der kommen könnte, was von dem, was erschaffen wurde, schon kaputt machen wollen würde. Dadurch hat man sich natürlich auch der Chance beraubt, die ist doch Terrakotta, erzähl mir jetzt mal, wie das geht hier. Hat man sich natürlich auch der Chance beraubt, neue Leute zu gewinnen. Also, und ich habe extra so immer am Anfang so ein bisschen gesagt, dann kommt ein Griefer, dann kommen wieder zwei normale Spieler, dann kommt nochmal ein Griefer, dann kommen zwei normale Spieler. Wenn man irgendwann komplett dicht macht und keinen mehr reinlässt, natürlich können die Leute, die reinkommen, wo auch immer, totale Arschlöcher sein. Der Mensch ist Mensch, weil er lacht und weil er lebt. Herbert Grönemeyer hat schon beschrien. Das können die letzten Wichser sein. Klar, die kommen hierher und, weiß ich nicht, bedienen wir mal ein paar Klischees, die kommen hierher, sind zwei Tage da und fangen an, Drogen zu dealen. Bums. Klar kann das sein. Natürlich. Aber wir dürfen halt auch nicht ausgrenzen, dass diejenigen, die herkommen, auch einfach arbeiten wollen. Dass diejenigen einfach sich beteiligen wollen. Dass die diesen Server, bleiben wir mal bei der Analogie, einfach noch schöner machen wollen. Oder ein Teil des Servers sein wollen, ohne irgendwas kaputt zu machen. Dass sie vielleicht nicht von vornherein wissen, wie es funktioniert. Aber es den Wunsch haben, sich ganz friedlich einfach zugehörig zu fühlen. Und ganz ehrlich, weiterhin... Und da können die Medien noch so oft von Terror sprechen. Wegen ein paar Arschlöchern will ich mir nicht sagen lassen, wir machen dicht. Also das, bin ich nicht der Mensch für. Wofür ich absolut zu haben werde, denn dieses Gegenbeispiel muss kommen, nehmen wir jetzt einfach mal an. Ja, super, gut geklappt. Nehmen wir einfach mal an. Diese 3x3 Felder... Geh schon weg. Wären jetzt der Server. Oder? Ja, bleiben wir beim Server. Diese drei Felder wären der Server und ich würde hier drin stehen mit 20 anderen Spielern. Das fände ich doof. Da würde ich keinen Spaß mehr haben. Also wie gesagt, angenommen, ich käme hier nicht raus und das wäre der Server. Und hier wären noch 20 andere Spieler, die Blöcke platzieren und irgendwo hinhauen, Sachen abbauen und so. Dann stehe ich mittendrin und denke mir, ja, ist auch geil. Aber bis wir diesen Punkt erreicht haben... Wikipedia-Artikel Deutschland Flächendichte. Einfach mal gucken, bis wir diesen Punkt erreicht haben. Ich glaube, wir können den ganzen Nahen Osten hier aufnehmen und wir haben immer noch Platz. Und das meine ich nicht nur platztechnisch, das meine ich auch mit allem anderen drumherum. Ich dachte mir, ich mache diese Analogie mal. Diesen Vergleich. Vielleicht ist er schlecht. Ich neige dazu, durchaus extrem schlechte Vergleiche zu machen. Aber ich mache sie halt. Besser gemacht als nicht gemacht. Jetzt habe ich einen Blumenstiel in der Hand, den ich hier platziere und einen Erdklotz, den ich da platziere. Und nächste Folge müssen wir uns unbedingt damit beschäftigen, was wir jetzt mit diesen blöden Steinen machen und warum ich kein Terrakotta habe. Verdammt. Na gut. Aber das erst in der nächsten Folge. Macht das gut, haut rein. Oh, lustige Musik. Und bis dann.